Das 23. Ruhrotter Hafenfest ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Hätte es tatsächlich dieses Wochenende Regen gegeben, dann hätte man in Ruhrort einfach drinnen gefeiert. Wir haben ein drinnen Hafenfest aufgebaut, es heißt Wunderland. Und dort gehe ich jetzt hinein, denn, liebe Birte, wir haben uns natürlich gesagt, du sollst in deiner Sendung auch live ein Feuerwerk haben. Und damit du nicht bis 23 Uhr auf Sendung bleiben musst, hole ich jetzt das Feuerwerk, was wir fürs drinnen Hafenfest vorbereitet haben, nach draußen. Kleinen Moment eben, ich gehe mal rein. Einmal Feuerwerk bitte, danke. So, dann geht's jetzt zum Hafen. Meine Damen und Herren, liebe Birte, live vom Ruhrter Hafenfest. Jetzt ist es soweit, wir zünden das Höhenfeuerwerk. Sie sehen es, ich trage eine andere Mütze, denn ich bin hier natürlich im Hochsicherheitsbereich und da werden militärische Abzeichen getragen. Die Marinehistoriker unter Ihnen werden es erkennen, es ist das Rangabzeichen Konterbier-Admiral und die muss ich hier natürlich im Sicherheitsbereich aufhaben, denn ich werde jetzt, und deswegen darf ich ausnahmsweise hier rauchen, ist ja Hochsicherheitsbereich, das Feuerwerk zum 23. Ruhrter Hafenfest entzünden. Das hat natürlich so eine Dramaturgie. Fangen erst klein an, wo habe ich die jetzt hingetan? Moment. Schau mal eben. Ach so, kein Feuerwerk natürlich ohne Ruhrter Flaggenmast. Der Flaggenmast. Haben wir den Flaggenmast im Bild? So, wir lassen mal den ersten steigen. Mikro nehme ich mal weg, ne? Oh, hoi, hoi, hoi. So, dann zwischendurch, ne, knallt man so ein bisschen rum, ne, einfach nur so Geböller, dann ist oben nicht so viel, weil regnet ja, schlecht Wetter und so. Und dann kommen diese Knalle hier, ja, zack, so, genau, ich stehe mal hier so. Richtig fett geht das dann los und dann kommt das Schönste, worauf alle gewartet haben. Der Höhepunkt eines jeden Ruhrotter Hafenfestes ist der Goldregen von der Brücke herab. Und der wird folgendermaßen gemacht. Da schneiden wir dann ein bisschen. Moment! Das ist halt auch diese Feuerwerksdramaturgie, dass da so eine gewisse Spannung reinkommt. Wir sind alleine hier auf der Brücke. Ja, ja, das Feuerwerk dauert ja auch eine halbe Stunde. Das ist ja bekannt. Und diese 35.000 Euro, die sind natürlich auch nicht in zwei Sekunden weggeschossen, ne? Jetzt. So, wir sind auf Sendung. Der Goldregen, das Höhepunkt eines jeden Hafenfestfeuerwerks. Wunderschöner Goldregen weht von der Homberger Brücke hinunter auf wehrlose, nicht brandgesicherte Menschen und versenkt ihnen die Haare. Es ist wunderschön. Sie werden erkennen, Ruhrter Hafenfest war, das erkennen Sie immer daran, dass die Schiffer keine Haare mehr haben, weil die abgefackelt wurden von diesem wunderschönen Goldregen. Es ist ein beeindruckendes Bild, meine Damen und Herren. Ist das schön? Ist das herrlich? Baby, you're a